France Bleu Elsass. France Bleu. 3:15, 1/4 hour long, on mira gauche, il était tôt, faut mettre des bisons, au France Bleu Elsass.fr. À gauche, vu une société, vos loups, si j'aime l'endel, on va se tout organiser. Marqué, ni t'im nourte, fum Elsass, nertlich, comme on dit, hein. Vitoch, c'est marim petit schlons. Fertis, qu'est marouf lauter pourri, un forte fun s'arrête. C'est marmite de Françoise Gaillère, fum vis-à-vis. Bonjour, Françoise. Bonjour. On le scute. Merci, Frédéric. Ja, und was kann man euch wünschen, bitte vis-à-vis so wieder morgen im Rindol? Ja, wieder morgen, neue Projekte und immer wieder das Treffen rechts und links vom Rind. Aber das bringen wir uns auch mit Ihrem Kalender. Wir werden davon reden. Der Kalender 2019 ist rausgekommen. Wir werden es vorstellen in ein paar Minuten. Und ich sehe noch da, denn ihr müsst schaffen am Sonntag. Ja, jetzt am Sonntag haben wir, ja, jetzt am Sonntag ist die Journée Porte Ouverte im alten Zollhaus in Laudeburi. Und da präsentieren wir uns im Publikum und mehr erzähle ich Ihnen nachher. Aber das werden wir erwähnen. Wie gesagt, es ist am Sonntag. Verrobbelt es nicht. France Bleu Elsass wird auch dabei sein. Wie wenn wir was? Verrobbelt uns Françoise Gaillère. In der Viertelstunde auf France Bleu Elsass, noch um Alain Souchon. France Bleu. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne, qu'elles veulent pas, qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare, bleu, blanc, rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur. Tu seras un homme, mon fils. Elle, affaire, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. La, la, la.
Du darfst auch nicht trauen, gell? Wir haben gerade mit der Polizei davon geredet. Sous les jupes des filles, à la Souchon, Ordnung. Hein? 10 bis 10 auf franceblueltsos.fr. Wir sind miteinander in Lauterburi. Da gibt es ein wichtiges Treffen am Sonntag. Wenn ihr nicht verhoppeln wäre, wir reden davon mit der Françoise Guerrière von Vis-à-vis, wie mit uns ist. Aber schon einmal, Françoise, es ist nicht nur Vis-à-vis, wie das organisiert, sind ein paar, aber wer ist schon Vis-à-vis? Für die, die es nicht kennen. Denn wir kennen den Kalender, wie wir hier schon vorgestellt haben. Aber für die, die vielleicht nicht da gewesen sind, Vis-à-vis ist ein Verein und was machen wir in dem Verein? Ja, Vis-à-vis ist ein Verein mit deutschen und französischen Verkehrsämtern, wie Mitglied sind und auch Organisationen wie das ADT Alsace und Südliche Weinstraße und Pfalz. Und zusammen, ein Zusammenschluss von diesen Tourismusbüro, wie versuchen, Projekte zu machen und zum Beispiel wie der Kalender, sodass unser Gebiet insgesamt besser vermarktet werden kann und besserer kommuniziert wird, sodass man sich auch besser kennt und auch miteinander oder gegenseitig besuchen kann. Und dass die Leute auch kommen, Touristen, wie sie kennen, was kann man da machen zum Beispiel? Voilà, dass es bestimmter Mehrwert gibt. Wir sind hier in einer Region, wo mehrere Länder drin sind und dass es auch ein praktischer Mehrwert ist. Wenn man ins Elsass kommt, kann man über den Rhin oder über die Lauter und ist plötzlich auf einmal in einer anderen Region, in einem anderen Land. Und das kann man alles im Elsass eigentlich erfahren. Also ich rede von Touristen, aber manchmal sind wir selber Touristen, gell? Wenn wir so genau. In der Region wohnen und gerade über den Rhin wollen gehen, da sind ihre Auto für Saint-Bertien, gehen gerade nicht auf Rastatt, da ist ich ein Theaterstiegel oder so, das kann man bei alles erfahren. Genau, so ist es. Das ist auch das Ziel, dass man sich, dass man auch weiß, was läuft. Denn eigentlich auf der anderen Seite, was kann ich hier machen? Kann ich etwas erleben, auch mal in einer anderen Sprache? Oder was kann ich besuchen? Also das geht dann von den traditionellen Festen über Theaterfestival, aber es kann auch ganz einfach auf einem Markt sein. Und Fasnacht momentan? Die Fasnacht, ja, in unserem Kalender, den wir ja vorstellen wollen nachher, ist eigentlich das ganze Programm, oder vielleicht nicht alle drin, aber viele Veranstaltungen, die jetzt dann zum Karneval stattfinden. Oder zu der Fasnacht. Da ist ja der Kalender vis-à-vis 2019, für das ganze Jahr Veranstaltungen auf beide Seiten vom Rhin. Dann kann man, wie kann man den empfinden? Also den kriegen wir praktisch in den verschiedenen Office de Tourisme im Nordelsass, also sei es jetzt Havenau, Süflo, Modere, Wiesenburi. Da sind sie die Woche schon alle ausgeliefert worden, also da können wir sie abholen. Wenn nicht, können wir sie auch auf unserer Internetseite unter www.visavi-pamina.eu herunterladen oder konsultieren, wie ihr wollt. Voilà. Oder auch noch in Lauterburi abholen. Voilà, am Sonntag vielleicht zum Beispiel. Genau, da gibt es eine offene Tür und wir werden mehr darüber erfahren in einer Minute. In unserem nächsten Rendezvous noch die jungen Schüler von Breschdorf, wie uns auf Elsässisch, mit einer so schönen Spruch singen. So ein schöner Spruch. Das Elsass ist ja natürlich, ich rede auch vom Deutsch drin, denn wir verstehen auf beiden Seiten vom Rhin, die jungen Schüler von der Breschdorf auf ihrem Rhintal-Radiosender. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Tout de suite, on va prendre la direction des studios de France Bleu Elsass où nous retrouvons Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Salut Bissoma. Salut Bissoma.
Alors Jonathan, vous nous emmenez dans le nord de l'Alsace, si j'ai tout bien compris. Ah, plus au nord, vous irez en Allemagne, en fait. Hein. On va à Lauterbourg, in Lauterbourg. Deux in Offenitiere, les journées portes ouvertes. Marie Tetefoun, mit Françoise Geyer, vom Verein vis-à-vis. Und Françoise, du sind ihre groß auf am Sundi, verrecht besser kennenlernen, aber ihr nicht, aber der Verein und andere Vereine noch. So ist es, ja. Also es ist der offene Tür, sozusagen, im Olde Zollhüst, direkt in Lauterbourg an der Grenze. Und da sind unsere drei Institutionen, der Eurodistrikt Pamina, Infobest Pamina und Vis-à-vis stellen sich dem Publikum vor mit verschiedenen anderen Partnern, die dann auch da sind und ein Unterhaltungsprogramm bieten. Das ist an der Old Grenz, gell? Im Böi von der Old Grenz, gell? Genau, es ist im Böi von der Old Grenz, das 2011 renoviert worden ist und ergänzt worden ist mit einem anderen Bâtiment. Und wo wir jetzt eben die drei Institutionen seitdem ansässig sind. Und deshalb machen wir auch jedes Jahr im Janvier die Porte ouverte, dass auch die Leute, die uns nicht unbedingt kennen, einfach mal ohne Hemmungen reinkommen gehen und sehen, was machen die eigentlich, wenn vorher jeder da durch ist, was ist das denn? Da tun wir uns vorstellen, aber nicht nur, da sind auch Produzenten da zum Beispiel. Ja, genau. Also wir haben verschiedene Partner eingeladen, mit denen, wie wir es ganz Jahr so schaffen, die sich dann auch vorstellen können. Wir haben 3-4 Office de Tourism, wie da sind, wie auch ihre Produkte zum Beispiel mitgenommen haben. So gibt es Evevin schon, so gibt es Südbahn schon, es gibt Erbsensuppe vom Gimbelhof zum Beispiel. Es gibt aber auch Schokoküsse von der Ditsch von Herxen, die man versuchen kann. Und verschiedene andere Sachen. Also fürs Leib und Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Und auch wenn wir ein bisschen rausgehen, wie gesagt, mit dem Tourismus, wie du sind, für Tourismus zu reden, Tourismusverband und auch verschiedene noch andere, vielleicht Vereine und Frauen, wie im Rindol, ein bisschen auf beide Seiten. Also wir haben verschiedene Vereine, die auch schon im Pamina-Gebiet, also in dem Grenzgebiet tätig sind, also Senioren-Pamina, Frauen-Pamina, aktiv ohne Grenze. Das ist ein Verein, wie mit deutschen und französischen Kindern zusammenschafft. Die kommen am Sonntag an und bietet verschiedene Bricolage und so Sachen für Kinder an. Und das ist kostenlos, Eintritt? Ja, der Eintritt ist kostenlos, ist von 11 bis 17 Uhr. Wir haben auch ein kleines Glücksrad vorgesehen, das jedes Mal an jeder Vollstunde, eine Viertelstunde laufen wird. Da können wir kommen und drei und schöne kleine Geschenke gewinnen, wie von unseren Exposants, wie da sind, auch gespendet waren. Und natürlich für die, die noch nicht wissen, wie auch am Sonntag gehen, ohne. Und wenn ihr im ganzen Jahr wollen wissen, wie auch gehen, da kann man auch natürlich den Kalender von Visa wie finden, wie viele Veranstaltungen, dann bekommt man auch dicht. Genau, der wird am Sonntag auch wieder vorgestellt. Der ist ganz nett, die Woche von der Druckerei rausgekommen und dann können wir den Rest dort abholen. Aber wunderbar, wir treffen uns alle in Lauterbourg. France Bleu Elsass wird auch dabei sein. Wir arbeiten auch miteinander mit Pamina und mit dem Eurodistrikt. Allez-y, RV, c'est donc journée porte ouverte à Lauterbourg pour découvrir ces associations aussi transfrontalières. Et France Bleu Elsass, nous serons présents là-bas à partir de 11h. Donc venez à l'ancienne douane à Lauterbourg, dimanche. Merci Jonathan et bonne continuation sur francebleuelsos.fr. France Bleu Elsos. C'est nerveux vite Françoise, Forum Sundi. Ja. So ja? Schon alles geputzt, alles geht. Alles ja, noch morgen tun wir uns noch einmal ein bisschen die Büro ansehen, alles aufräumen und dann geht's los. Alle Kinder kommen, wie gesagt, ab der 11. bis am 5. zu oben. Also, da können Kinder alle mitmachen und wie gesagt, die Leute treffen, wie auf beiden Seiten vom Rhein arbeiten. Und man kann gefitzte Sachen finden, wie man vielleicht nicht weiß, dass es das bei uns gibt. Gell? Genau. Man kann manchmal ein bisschen unsere Gehe selber entdecken. So ist es. Ist merci, dass wir gekommen sind. Wir treffen uns also am Sundi. Ja, France Bleu Elsass wird auch da sind im großen Saal. Genau. Aber hoppla, kommen und treffen uns dort in Lauterbourg an dem Sundi. Alles finden wir noch einmal auf francebleuelsass.fr. Es ist 10 Uhr, Zeit für Kuchen und einfach